Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Ratchet Radio Adventskalenders 2016. Heute mit mir, dem Speedies, und heute gibt es eine kleine Geschichte aus der Welt des Es war einmal vor langer, langer Zeit. Und zwar ein Delizium-Kurs, den viele vielleicht überhaupt nicht mehr kennen, sich vielleicht nur schwach dran erinnern können. Ich aber stichhaltige Beweise dafür habe, dass es ihn gab. Und das möchte ich euch ja mal kurz zeigen. Nostalgie-Schwenke. Deswegen, um auch das nochmal kurz zu zeigen, habe ich mich hier einmal in der Tour niedergelassen, habe mich hier gemütlich auf die Ecke gesetzt, damit ihr auch ein bisschen den Ausblick genießen könnt über die Stadt. Und werde euch hier einmal kurz zeigen, jedoch nostalgisch schön und niedrig unser Delizium-Kurs früher gewesen ist. Wenn wir das sehen, heute haben wir einen Wechselkurs von einem Cent zu 428 Delizium. Gut, ich habe da noch ein bisschen. Brauche da jetzt noch nichts. Werde ich auch sicherlich zukünftig so schnell nicht wieder was kaufen. Weil, wenn wir uns die Nostalgiewerte anschauen, unter Abrechnung von den alten Spielern, die werden das sicherlich kennen, werdet ihr gleich ganz schnell feststellen, dass der Kurs mal sowas von billig gewesen ist, dass es schon fast nicht mehr schön ist. So. Dann gehe ich mal. Mein letzter Wechselkurs war, muss ich selber mal schauen, hier am 24.11.2015 habe ich das letzte Mal 15.000 Zen mir ausgebucht, sozusagen, was ich vorher verkauft habe, in einem Wert von 234 Delizium je Zen. Das war, wie gesagt, vor gut einem Jahr. Aktuell haben die Zahlen sich so ein bisschen verdreht. Komischerweise die 4 nach vorne gerutscht. Huch. Gut. Jetzt mal nach ganz unten. Dazu muss man sagen, ich habe vorher schon mir Zen gekauft, beziehungsweise früher hießen sie ja noch C-Points. Und seitdem bei auch Star Trek Online die C-Points, also die Cryptic Points, weggefallen sind und das Ganze in Zen umgetauscht, beziehungsweise vereinheitlicht wurde, Perfect Worldwide, ist diese Liste auch dementsprechend hier neu in der Wechselbörse. Und das war dann im Juli 2013. Ja, ich spiele schon ziemlich lange, nämlich seit Januar 2012. Ja, traurig, aber war viel Zeit ins Land gegangen. Damals, der Wechselkurs. Kinders, fallt nicht vom Stuhl. 109 Delizium pro Zen. Lassen Sie uns mal auf der Zunge zergehen, überlegen mal ganz schnell. Das ist spontan aktuell der vierfache Preis. Wie vor, ja, 3,5 Jahren circa. Nicht ganz 3,5 Jahren. Ja, viele Mysterien, viele Gemecker, viel Gemaul. Aber ganz ehrlich, unter uns Leute, und wir sind ja hier nur zu zweit, wir sind alle selber schuld. Weil wir tauschen und wir tauschen, egal was es ist, wir tauschen, ich möchte was Neues haben, ich tausche, egal was für ein Kurs ist, ich habe Delizium über, also tausche ich es einfach. Und wenn ich kein Delizium mehr habe, dann meckere ich rum, dass Cryptic ja irgendwelche Preise nach oben gedrückt hat, bla bla bla. Nee, stimmt nicht, wir sind es alle selber schuld. Nebenbei scroll ich mal ein bisschen nach oben, so, damit ihr mal seht, wie sich dann die Kurse spontan geändert haben. Es hat sich relativ lange stabil gehalten. Ein halbes Jahr später waren wir trotzdem erst bei 129, also gerade mal 20 Punkte höher. Das ist echt alles human gewesen. 2014 lagen wir gerade mal bei 150. Alles gut. Konnte man wirklich noch vertreten. Ja, auch damals hatten wir an sich schon genug Delizium. Klar, jeder, der anfängt, hat nichts oder nicht viel. Aber jeder, der schon ein paar Tage länger dabei gewesen ist, hatte genug. Und wir dürfen nicht vergessen, die großen Flottenbasen waren da, die ziemlich viel verschlungen haben, was auch ein Grund ist, weswegen sicherlich die Preise stabil geblieben sind. Ja, und man sieht, es hält sich komplett stabil. Hier habe ich mir einmal selber die Delizium rübergeschoben. Also nicht wundern, warum hier die Preise auf einmal so niedrig sind. Nee, das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach nur, ja, die Möglichkeit, sich selber auf anderen Chars die Delizium rüberzuschieben, damit man sich dort Items kaufen kann.
Aber sonst, ja, stand es relativ stabil. Und dann hat man hier auf einmal einen richtigen Sprung gesehen von 160 auf 245 von Februar zu Ende Juni. Letztes Jahr, also 2015. Nicht schön, aber selten. Aber auch das ist wieder der Blick dafür, dass halt viele interessante Sachen ins Spiel gekommen sind. Ob es irgendwelche Kisten sind oder irgendwelche Zinsschiffe sind, die Spieler einfach, ich sag's mal, ganz böse, raffgierig haben wollten. Und ihr komplettes Dilithium verschleudert haben. Egal, was für einen Preis denn dementsprechend dahinter stand. Und das hat unseren Kurs nach oben getrieben. Ja, ich weiß, es mögen viele nicht gerne hören. Aber auch das gehört zur Geschichte und Nostalgie dazu, dass man sich anguckt, wie denn sowas überhaupt entwickelt ist oder wie sich sowas entwickelt hat. Aber auch das, 220, ja, ist doch alles mittlerweile fast wieder schon normal wäre es gewesen, wenn dann nicht wieder ein riesiger Sprung gewesen wäre. Aber auch den habe ich dann irgendwann gesagt, nee, mache ich denn nicht mehr mit, weil es mir einfach zu viel Arbeit war, mein Dilithium ranzukommen, als dass ich es jetzt im Endeffekt gut oder knapp 3,5 Jahre später für ein Dreiviertel weniger bekomme wie jetzt, wie vorher. Oder im Gegensatz zum letzten Jahr nur die Hälfte an Zen bekomme fürs gleiche Dilithium. Von daher habe ich das jetzt sein lassen und werde nach wie vor mir diesen Kurs anschauen, wie er hier gehandelt wird. Ich befürchte aber, dass er nicht mehr unter 400 und schon lange nicht mehr unter 300 fallen wird, außer es passiert irgendwas, keine Ahnung, ganz Schlimmes, dass dort wieder was richtig nach unten knallt. Von daher, Kinders, geht in euch, denkt dran, es war einmal vor langer, langer Zeit ein schöner Dilithium-Kurs. Vielleicht könnt ihr euch mal ein bisschen zurückhalten beim nächsten Mal oder taktisch klug versuchen zu handeln. Damit dieser Kurs nicht noch weiter nach oben knallt, weil wir haben da alle nichts von. Nämlich die Spieler, die wie ich und wie auch sehr viele andere hier für ein bisschen Dilithium sich gerne ein Zen-Schiff kaufen oder Schlüssel kaufen möchten, im Endeffekt einen riesigen Nachteil dadurch haben. Ich bedanke mich trotzdem bei den ganzen Spielern, die mit Echtgeld sich Zen gekauft haben und mir sie dementsprechend gegen Dilithium getauscht haben. Das möchte ich hier ausdrücklich nochmal sagen. Ich spiele, wie gesagt, seit Anfang 2012 und es macht mir einen Riesenspaß, dieses Spiel. Und bin für jeden dankbar, der sich mit Echtgeld, mit sauer verdienter Kohle jeden Tag zur Arbeit geht, wie sich das gehört, dann am Ende des Tages hier Zen kauft und sie denn mir überlässt über die Tauschbörse anonym logischerweise und mein Dilithium dafür dankend entgegennimmt. Bei den Leuten möchte ich mich bedanken, werde ich sicherlich auch nicht der Einzige sein. Bitte gebt einen Daumen hoch dafür, für die ganzen Leute, die hier ihr Echtgeld investieren, damit wir alle, die nicht so gerne Echtgeld ausgeben möchten in den großen Massen, trotzdem Spaß haben und sich ihre Zen-Schiffe oder andere Sachen mit diesen Zen leisten können. Von daher wünsche ich euch alle nach wie vor schöne Vorweihnachtstage und wir werden uns im Finale nochmal sehen, aber trotzdem schöne Weihnachten. Bis dahin, euer Speedies.